Unendlich groß ist die Vielfalt der Natur. Tausende von Tierarten beleben unsere Fluren und Gewässer. Vögel mit dichtem Federkleid, Säugetiere im Fellmantel, bunt und auffallend oder schlicht und in Tarnfarben. An Größe und Form, an ihren Farben und ihren besonderen Merkmalen können wir die wild lebenden Tiere zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterscheiden. Doch wer kennt schon alle Tiergattungen und ihre verschiedenen Arten? Wer weiß schon von allen, wo sie vorkommen und wie sie leben? Dazu braucht man so etwas wie einen Steckbrief. Diese Filmserie liefert ihn, den Steckbrief Natur. Wir haben es hier bei uns mit drei Arten aus der Gruppe der Hasenartigen zu tun. Mit dem Feldhasen, dem Schneehasen, der bei uns nur in den Alpen vorkommt und deshalb auch Alpenschneehase genannt wird, und mit dem Kaninchen. Die Wildkaninchen, die bei uns im lockeren Erdreich überall ihre Röhren graben, sind die Vettern unserer Hauskaninchen, die seit jeher in vielen Rassen gezüchtet werden. Zwischen dem Feldhasen und dem Schneehasen kommen Kreuzungen vor. Das zeigt, wie nahe sie verwandt sind. Kreuzungen zwischen Hase und Kaninchen sind trotz anderslautender Gerüchte nicht möglich, denn sie gehören zwei verschiedenen Gattungen an, sind also nicht näher verwandt. Dass trotzdem immer wieder von solchen Kreuzungen gesprochen wird, mag daran liegen, dass bei der sehr variationsreichen Zucht von Hauskaninchen hin und wieder Exemplare herauskommen, die wie Feldhasen aussehen. Oft werden Hasenartige und Nagetiere, wie hier das Murmeltier, in einen Topf geworfen. Das ist zwar nicht ganz so abwegig, wenn man sich die Schneidezähne von Hasenartigen oder von Nagetieren, wie zum Beispiel die des Murmeltieres, ansieht, ist aber trotzdem nicht richtig. Bei der Ähnlichkeit zwischen Hasenartigen und Nagetieren sprechen die Zoologen von Konvergenz. Sie meinen damit, dass Lebewesen unter etwa gleichen Umwelt- und Nahrungsbedingungen sich einander angleichen. Mit einem solchen Vorgang haben wir es hier zu tun. In der Tat gibt es Gemeinsamkeiten zwischen beiden Säugetierordnungen. Hasenartige wie Nagetiere fallen durch ihre große Fruchtbarkeit auf und überall, wo sie vorkommen, sind sie eine wichtige und nicht zu ersetzende Nahrungsquelle für Fleischfresser. Aber es gibt auch gravierende Unterschiede, zum Beispiel die Stiftzähne hinter den Schneidezähnen. Die gibt es nur bei den Hasenartigen, bei den Nagetieren fehlen sie. Oder zum Beispiel die Vorderpfoten. Weder Hase noch Kaninchen können sie zum Greifen benutzen. Das Eichhörnchen, das zu den Nagetieren gehört, kann jedoch damit sehr geschickt seine Nahrung halten. Alles über die Ordnung der Nagetiere erfahren Sie in dem Videofilm Nagetiere aus der Serie Steckbrief Natur. Widmen wir uns nun ganz den Hasen und Kaninchen und stellen wir zunächst fest, was sie gemeinsam haben. Am augenfälligsten sind die langen und starken Löffel. Sie sind kräftig von Blut durchflossen und dienen so der Kühlung. Natürlich, zum Hören sind sie auch noch da und sowohl Hase als auch Kaninchen haben ein sehr gutes Gehör. Bei beiden sitzen die Seher, wie der Jäger die Augen nennt, weit seitlich. Dadurch erhalten die Tiere ein sehr großes Blickfeld.
Von den ursprünglich 6 Schneidezähnen sind nur noch 2 vorhanden, aber die sind besonders kräftig entwickelt und wachsen wurzellos, wie sie sind, lebenslang weiter. Das mit den Stiftzähnen im Oberkiefer hatten wir schon. Hinter jedem der beiden Schneidezähne im Oberkiefer steht einer, sozusagen als Stütze. Eckzähne haben die Hasenartigen nicht. Die Backenzähne sind quer geriffelt, damit die Nahrung gut zerrieben werden kann. Hasen und Kaninchen sind reine Pflanzenfresser. Sie haben besonders große Blinddärme, in denen ein vitaminreicher Nahrungsbrei entsteht. Der wird mit der normalen Losung als sogenannte Blinddarmlosung abgegeben und sofort wieder gefressen. Dadurch können die Tiere die Bakterien im Darm erhalten, die sie zum Verdauen holziger Äsung brauchen. Rammler, wie man die männlichen Tiere bei Hasen und Kaninchen nennt, und Häsinnen sehen gleich aus. Man kann sie nur an den äußeren Geschlechtsorganen unterscheiden. Die Grafik zeigt die Unterscheidungsmerkmale. Links das Geschlechtsteil des Rammlers, rechts das der Häsin. Oben sieht man bei beiden das Weitloch, wie der Jäger die Afteröffnung nennt. Doch nun zu den Steckbriefen der 3 Arten, mit denen wir es in diesem Film zu tun haben. Von den 3 Hasenartigen, die bei uns vorkommen, ist der Feldhase am größten. Rammler werden zwischen 3 und 5,5 Kilogramm schwer. Häsinnen sind etwas leichter. Das Haar ist weiß mit dunklen Spitzen. Sie geben dem Feldhasen die charakteristische rötliche und braungraue Färbung auf der Oberseite, während der Bauch weiß ist. Die Blume, wie der kurze Stummelschwanz in der Jägersprache heißt, ist oben schwarz, unten weiß. Der Feldhase wechselt seine Wolle 2-mal im Jahr, doch die Färbung ist im Winter wie im Sommer immer gleich. Im Winter ist das Haarkleid jedoch länger und dichter. Unter der Nase haben Feldhasen mehrere lange Tasthaare. Die gelblichen Seher mit den schwarzen Pupillen sind seitwärts gerichtet. Die Löffel sind länger als beim Kaninchen. Charakteristisch ist der gestreckte Körper, sind die langen Hinterläufe, die ihn stark überbaut wirken lassen, wenn der Hase in Ruhe ist. Sie verleihen ihm aber auf der Flucht hohe Geschwindigkeit. Die braucht er, denn allein in der Flucht findet er sein Heil. Hasen sind eben typische Fluchttiere. Die wirksamste Methode zum Entkommen ist das Hakenschlagen. Gleichwohl sind sie seit jeher populär. In der Tierfabel taucht der Hase als Meister Lampe auf, im plattdeutschen Gedicht als Lüttmatten de Hoos, bei Hermann Löns als Mümmelmann. Seine Schnelligkeit spielt im Märchen vom Hasen und Igel eine Rolle und wegen seines zahlreichen Nachwuchses galt der Hase früher als Symbol der Fruchtbarkeit. So wurde er schließlich auch zum Osterhasen, der die Eier legt. Abgesehen vom größten nördlichen Teil Skandinaviens kommt der Feldhase in ganz Europa vor. Auch in Deutschland gehörte er einst zu den häufigsten Wildarten. Doch durch landschaftliche Strukturveränderungen und Zunahme der Beutegreifer ist der Hasenbestand stark zurückgegangen. Als Lebensraum bevorzugen Feldhasen möglichst fruchtbare, landwirtschaftlich genutzte Ebenen. So kommt er häufig in Marschgebieten oder in der Rheinebene vor. Seine Reviere können ruhig baum- oder strauchlos sein.
Im Wald sind Hasen seltener anzutreffen. Eigentlich nur an breiten Schneisen, freien Flächen und Kahlschlägen. Gute Äsungsflächen müssen vorhanden sein. Man hat festgestellt, dass Hasen mehr als 80 verschiedene Wild- und Kulturpflanzen äsen. Manche von ihnen sozusagen als Heilkräuter. Getreidekörner, Knollen, junge Triebe, Baumrinde vervollständigen das Nahrungsspektrum. Feldhasen leben vorwiegend einzeln. Allenfalls trifft man kleine Gesellschaften auf besonders guten Äsungsplätzen an und natürlich während der Rammelzeit. Darauf kommen wir noch. Im Frühjahr und Sommer sind Hasen tagaktiv, doch mit Herbstbeginn sieht man sie immer seltener. Sie werden dann fast zu nachtaktiven Tieren. Als Ruhelager ist für den Feldhasen die Sasse typisch. Das ist eine flache, etwa körpertiefe Mulde, in die er sich hineindrückt, immer mit der Nase gegen den Wind und mit angelegten Löffeln. Tagsüber geht er auch auf Sturzäckern, hinter Hecken, auf Feldrainen und in Gräben in Deckung. Er ist ein Meister der Tarnung. In die Sasse drückt er sich, solange es eben geht. Meistens springt er erst im letzten Moment auf, wenn sich ein Mensch nähert. Dabei hat er ihn mit seinem feinen Gehör längst wahrgenommen. So spürt er auch sehr früh Bodenvibrationen, die beispielsweise durch menschliche Schritte hervorgerufen werden. Schlafen Hasen, wie es im Volksmund heißt, wirklich mit offenen Augen? Nein, tun sie nicht. Wir sehen den Hasen nur nie mit geschlossenen Augen, denn immer wenn wir einen erblicken, ist er wegen seines feinen Wahrnehmungsvermögens längst wach. Auch sein Witterungsvermögen ist gut. Nicht ganz so weit her ist es mit dem Eugen. Hasen sind in erster Linie Bewegungsseher. Da die beiden einzigen Möglichkeiten des Hasen, einem Feind zu entkommen, Tarnung oder Flucht sind, ist er außergewöhnlich vorsichtig. Nach Möglichkeit scharrt sich der Hase mehrere Sassen, die er je nach Gefahrenlage und Windrichtung anlaufen kann. Nie läuft ein Hase direkt auf seine Sasse zu, sondern immer gegen den Wind, nur bis in die Nähe. Dann, wenn er sich vergewissert hat, dass kein Verfolger hinter ihm her ist, macht er seinen Absprung von seiner Spur in die Sasse. Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, macht der Hase den bekannten Kegel, indem er sich auf den Hinterpfoten aufrichtet. Er baut Männchen, heißt es im Volksmund. An der Losung können auch Wanderer erkennen, ob Hasen ihren Weg durch die Feldmark gekreuzt haben. Die kugelförmigen Kotpillen werden im Gegensatz zur Kaninchenlosung einzeln abgelegt. Sie sind höchstens 1,5 cm dick und sehen je nach Äsung dunkelgrün bis hellbraun aus. Zu Beginn des Rammelns, im Vorfrühling, bilden sich in der Feldmark regelrechte Hochzeitsgesellschaften. Lebhaftes Treiben den ganzen Tag über, Verfolgungsjagden von Rammlern und Häsinnen. Dabei lernen die Partner einander kennen. Nach der Begattung bleiben sie meistens das ganze Jahr über zusammen. Die Tragzeit beträgt 42 Tage. Dann setzt die Häsin 2 oder 3 Junge. 4 sind selten, 5 die Ausnahme. Die Jungen werden behaart und sehend geboren. Es dauert dennoch etwa 4 Wochen, bis sie selbstständig sind. Bis dahin versteckt die Satzhäsin sie sorgfältig und sucht sie nur in großen Abständen zum Säugen auf, um ihr Versteck nicht an Feinde zu verraten. Mitunter liegen die Jungen auch nicht zusammen, sondern an verschiedenen Stellen.
Bei Hasen ist die sogenannte Superfötation möglich. Das bedeutet, dass auch eine trächtige Häsin etwa vom 36. Trächtigkeitstag an wieder begattet werden kann. Die Verluste an Junghasen sind sehr hoch. In nassen und kalten Jahren überleben nur 20% der Junghasen. Anders ausgedrückt, Hasen können 12 Jahre alt werden, doch nur 15% werden älter als 2 Jahre. Schneehasen bewohnen vor allem Skandinavien und Nordosteuropa. In Mitteleuropa haben wir es mit dem Alpenschneehasen zu tun, einer Variante, die nur unwesentlich von den Vettern im hohen Norden abweicht. Schneehasen sind etwas kleiner als Feldhasen, Löffel und Kopf etwas kürzer. Im Sommer ist ihr Haar rötlich-graubraun, im Winter schneeweiß. Nur die Löffel haben dann schwarze Spitzen. In der Übergangszeit wirken sie wie gescheckt. In Teilen Österreichs und der Schweiz sind Schneehasen jagdbares Wild. Bei uns sind sie ganzjährig geschützt. In den Bayerischen Alpen gibt es ohnehin nur ein einzelnes Vorkommen. Ihr Lebensraum liegt im Sommer oberhalb der Waldgrenze. Im Winter kommen sie bis auf etwa 800 Meter in den Bergwald herunter. Wegen der harten Klimabedingungen sind sie nicht so vermehrungsfreudig wie Feldhasen. Gewöhnlich bleibt es bei 2 Sätzen mit jeweils 2 bis 4 Jungen. Tragzeit 49 Tage. Prinzipiell scharren sich auch Schneehasen Sassen. Doch um hohen Schnee und strenge Kälte besser überstehen zu können, lassen sie sich einschneien und scharren dann unter dem Schnee lockere Höhlen und Gänge frei. Ihre Nahrung besteht wie beim Feldhasen aus Gräsern, Kräutern, Knospen, Rinde, Weichhölzern. Noch etwas kleiner als der Schneehase ist das Wildkaninchen. Es wird nur 1,5 bis 2 Kilogramm schwer und ist deswegen auch von Laien leicht vom Feldhasen zu unterscheiden. Hinzu kommt, dass die Löffel kürzer sind, stumpfer wirken und keine schwarzen Spitzen haben. Kaninchen wirken mit ihrem graubraunen Haar und der graublauen Unterwolle einfarbiger als Hasen. Die Nackenpartie ist rostbraun, Bauch und Unterseite der Blume sind weiß. Von Nordafrika und Spanien aus hat sich das Kaninchen, mit Ausnahme von Skandinavien, seit dem Mittelalter über fast ganz Mitteleuropa und die britischen Inseln verbreitet. Kaninchen wurden schon von den Römern und später vor allem in Klöstern als Haustiere gehalten. So entstanden allmählich die zahlreichen Rassen von Hauskaninchen. Man kann sie übrigens mit Wildkaninchen kreuzen. Auch bei den Kaninchen sehen beide Geschlechter gleich aus. Sie sind sogar gleich groß. Allenfalls kann man männliche und weibliche Tiere während der Rammelzeit am Imponiergehabe der Rammler unterscheiden, beispielsweise daran, dass sie die Häsinnen überspringen, sie treiben und ihre Blume zur Schau stellen. Während Hasen ihre Losung verteilen, legen Wildkaninchen Losungshaufen an, sogenannte Latrinenplätze. Die dienen als Markierungszeichen in der Kolonie. Denn Kaninchen leben sehr gesellig in Kolonien, die aus Familienverbänden bestehen, während Hasen ja in erster Linie Einzelgänger sind. Zentrum einer Kolonie ist ein aus mehreren Röhren bestehender Bau. Darin herrscht eine straffe Rangordnung. Zwar gibt es auch bei Wildkaninchen Paarbildung, aber der stärkste Rammler paart sich mit so gut wie jeder Häsin in der Kolonie. Zwar sind Wildkaninchen in erster Linie dämmerungs- und nachtaktiv, aber wenn das Wetter schön ist, ohne Schnee oder Regen, ohne große Kälte, verbringen sie auch den Tag meistens außerhalb des Baues, in der Deckung von Vegetation auf Feldern oder anderen Äsungsplätzen. Ihrer Herkunft entsprechend lieben sie gemäßigtes Klima und bevorzugen für ihre Baue trockenes und sandiges Gelände, in das sie leicht ihre Röhren scharren können. Hänge und Feldgehölze, aber auch baum- und strauchloses Gelände eignen sich dafür.
Sie essen eigentlich alles, was grün, zart und saftig ist. Und das kann zum Problem werden, denn am grünsten und zartesten sind nun mal junge Pflanzen aller Art in Hausgärten oder die frische Saat auf Getreidefeldern. Sie entfernen sich zwar nicht sehr weit von ihren Bauen, aber wo sie in Scharen auftreten, können sie große Schäden verursachen. Darunter auch Schälschäden an jungen Gehölzen. Die Rammelzeit beginnt je nach Witterung im Februar oder März. Die trächtige Häsin gräbt dann eine 1 bis 1,5 Meter lange Setzröhre mit einem Kessel am Ende. Den polstert sie mit Wolle aus, die sie sich von Bauch und Flanken rupft. In diesem Setzkessel setzt sie nach 28 bis 31 Tagen 5 bis 10 Junge. Fast nie überleben alle, meistens sterben schon einige als Embryos. Im Gegensatz zu den Hasenjungen werden die kleinen Kaninchen nackt und blind geboren. Bis die Jungkaninchen nach etwa 4 Wochen das Nest verlassen, deckt die Mutterhäsin die Setzröhre gut ab. Nach 6 bis 8 Monaten sind die Jungen selbst geschlechtsreif. Eine Häsin setzt 3 bis 5 Mal im Jahr. Man sieht, die etwas flapsige Redensart, sie vermehren sich wie die Kaninchen, hat einen realen Hintergrund.